So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute in Freital bei XS Cars and Coffee. Ganz spontan mit Mustang. Den sieht man jetzt von hier aus nicht. Wir stehen im Parkhaus. Wettertechnisch, es ist Unwetter gemeldet, also keine Ahnung. Ich bin froh, dass wir im Parkhaus stehen. Ja, müssen wir jetzt halt mal abwarten. Wir schwitzen schon wieder wie blöd. Ne? Es ist schwül ohne Ende. Und ja, wie gesagt, ich würde sagen, heute gehen wir einfach mal ganz entspannt ein bisschen übers Treffen. Ne? Machen ein paar Aufnahmen, zeigen unsere Eindrücke und ja, das Event dauert nur 4 Stunden. Also wir sind 4 Stunden hierher gefahren, 4 Stunden Event und dann fahren wir wieder 4 Stunden nach Hause. Das ist total bescheuert, aber geil, ne? Okay, also wir laufen jetzt mal eine Runde, ne? Das wäre die Gradbrustel, hätte ich jetzt gerade mit Mustang auch noch. Ja, Marco, was sagt uns das? Diese scheiß tiefen Autos immer, ne? Ja, ohne Witz. Erik, was sagst du dazu? Hätte nochmal drauflatschen können, wenn er schon V8 fährt. Ohne Scheiß. Ihm taugt's. So, die erste Runde haben wir hinter uns. Ist echt mega viel los, ne? Ja. Ist krass. Ich weiß gar nicht, ob wir heute so viel erzählen. Oder ob wir das Ganze ein bisschen in Porn übergehen lassen. Weiß ich noch gar nicht. Marco, was sagst du? Ist schon ziemlich viel los, also, jetzt, ne? Oh, wo ist meine Uhr? Digga, ich hab meine Uhr. Ja, wir sind seit 2 Stunden da und ich kann jetzt eigentlich schon das dritte T-Shirt anziehen. Ja, es ist verdammt warm. So dermaßen warm. Echt verdammt warm, verdammt drückig, ne? Ja. Ja, keine Ahnung. Wir haben jetzt hier außen mal eine Runde gedreht. Da blenden wir jetzt, würde ich mal gesagt, ein paar Bilder ein. Und dann gehen wir mal ins Parkhaus, ne? Also, kleine Mini-Porn ab. You think it's a game? You think it's a game? It doesn't even matter. Y'all gon' make me lose my mind. Hey, yo, watch my name. Y'all gon' make me go all out, DMX. Y'all gon' make me act a fool. Hey yo, watch my name. Watch you. Y'all gon' make me lose my cool. I tried so hard. What y'all really want? What y'all really want? So, angekommen im Parkhaus, hier ist gefühlt noch warmer wie draußen, ne? Hier steht die Luft ohne Scheiß. Auf jeden Fall, wir sind jetzt bei unserem Auto, wir sind mit Mustang da, ne? Haben wir schon erwähnt. Na? Was machen wir jetzt? Erstmal was Kaltes zu trinken holen, oder? Und dann auf jeden Fall was essen, weil... Okay, also was Kaltes zu trinken, was essen und dann laufen wir hier mal eine Runde. Ne? Und ja, was ist hier los? Mega viel, ne? Also echt krass. Es sind hier 2000 Leute, 3000 Leute. Aber schon alleine die Autos, die hier sind, also das ist echt... Autos sind erste Sahne. Autos sind echt erste Sahne. Hey, ihr seht's im Video. Autos sind echt mega geil. Jetzt gehen wir was essen, ne? Was trinken. Und ich muss noch schnell T-Shirt wechseln, weil das ist jetzt Nummer 2 innerhalb von 2,5 Stunden. Ja, T-Shirt wechseln. Und dann geht's weiter. Also. Erik, wie taugt's dir so? Oh, mehr Bier. Ich habe nur eine Bier getrunken. Eine Bier. So, auf Parkdeck 2 haben wir jetzt den Jörn auch getroffen. Wie geht's schön. Dir so? Gut, ich habe gerade schön gegamed und bin kurz vorm Einschlafen. Warte. So schaut's gut aus. Fresh. So fresh. Schaut's echt gut aus. Meine McDonalds-Brille, die ist geil. Wann, wo ist die? Ach hier. Was sagst du eigentlich zum Treffen, außer dass es heiß ist? Na, so heiß ist es gar nicht. Ich bin nur durchgeschwitzt. Aber weil es heiß ist. Parkdeck? Nein, es ist nicht warm. Es ist warm. Nee, die gleichen wie du. Ja, siehst du, perfekt, mir geht's gut. Nee, ich find's wunderschön, mal wieder das Wörtentreffen ist. Gell? Leute sind alle mega cool drauf. Ich hab mit ein paar Leuten geschwatzt. Und ja, unsere Autos habe ich ja schön positionieren können. Ja, du hast echt Glück gehabt. Find ich echt schön. Kommst du als Letztes und fährst als Erstes. Ja, weil wir sind hier die Letzten, die rausfahren. Ist ja nicht schlimm, ich habe ja keinen Zeitdruck, aber ich stehe auch schön da unten. Ja, ist Bombe. Warst du schon überall? Ja, jetzt hier, bin ich eigentlich nur hinten noch. Warst du eigentlich unten drunter ja, schon mal? Ja, ja. Da müssen wir jetzt noch hin. Da waren wir noch nicht. Wir waren jetzt mit Erik gerade essen. Ja, ich will auch was essen jetzt. Er hat uns auch ganz verrückte Geschichten erzählt von seinen neuen Freundinnen. Ich glaube, ihr habt es mit auf Kamera. Nee, leider nicht. Ah, schade. Ja, schade. Aber es ist
einzigartig. Na gut, dann gehen wir jetzt runter. Ihr geht runter, ich gehe auch was zu essen irgendwie. Also so wir essen wir's. Und ihr filmt noch. So machen wir's. Oder wir essen nicht. Stimmt's, Alex? So machen wir's. Es ist wirklich warm. Ist es nicht. Ist es warm. Er ist nur durch. Ist es nicht. Na gut. What you know about rolling down in the deep, riding in the deep, down in the deep. What you know about deep, right down in the deep, down in the deep, down in the deep. So, das war jetzt erster Stockwerk Parkhaus. Die Marco haben mittlerweile verloren, keine Ahnung. Ich glaube, der ist eingegangen, den findet man nicht mehr. Wir gehen jetzt mal eine Etage runter. Wie gesagt, wir haben hier zwei Parkdecks und den Außenbereich. Jetzt waren wir außen. Jetzt waren wir erst das Parkdeck oben. Und jetzt gehen wir mal eine Etage runter. Und dann gucken wir mal, wie gesagt, es ist echt brutal heiß. Ne? Wenn es heute nicht kracht, dann glaube ich, kracht es gar nicht mehr. Aber gut. Es ist einfach brutal, ne? Also, wir gehen jetzt runter. Yeah. I took water, water, solar, and bottles for $2. From Coca-Cola came and bought it for beans. What the fuck? Have a baby by me, baby. Be a millionaire, I write the check before the baby comes. Who the fuck can? I got the magic stick. I'ma die trying to spin this shit. Southside's up in this bitch. Zweites Stockwerk sind wir jetzt auch durch. Ich hoffe, wir konnten ein paar coole Eindrücke für euch sammeln. Wir sind jetzt, wie lange sind wir jetzt hier? 3 Stunden? 2,5. 2,5 Stunden sind wir jetzt da. Wir gehen jetzt noch ein Eis essen, weil sonst starten wir jetzt langsam echt. Kamera packen wir jetzt weg. Ja, für uns war es mega cool, mal ein bisschen Normalität wieder. Es fühlt sich zumindest alles relativ normal an. Und wie gesagt, jetzt gehen wir noch ein Eis essen. Marco, willst du was sagen? Ja, es war auf jeden Fall mega fett. Danke nochmal an die XS-Jungs, dass sie uns sozusagen angenommen haben. Sind echt mega coole Autos hier. Mega coole Umbauten auf jeden Fall. Ja, ich war selber persönlich noch nie auf einem XS-Treffen. Ich auch nicht. Olympiastadion wäre geil gewesen damals in Berlin. Auf jeden Fall, falls ihr mal die Chance habt, auf ein XS-Treffen zu kommen oder macht's. Macht es wirklich geil. Und das Geile daran ist, es gab Limited-T-Shirt. Wir haben die letzten bekommen. 4 Stück. Ja, aber ist echt geil. Unten spielt ein DJ, es gibt Eis, es gibt geile Sachen zu essen, es gibt eine Cocktailbar, ne? Es gibt ein Coffee-Bike. Und was immer echt geil ist, man sieht Leute, die wo man schon ewig nicht mehr gesehen hat, die trifft man auf so, sagen wir mal, kleinen Treffen. Trifft man wieder nach Jahren. Das ist geil. Der Auflauf war schon gut. War schon gut, ja. Naja, aber wie gesagt, jetzt gehen wir noch mal Eis essen. Ganz entspannt, laufen noch für uns noch eine kleine Runde. Und dann ist 14 Uhr und dann ist das Ding auch erledigt. Na, dann versuchen wir das Auto wieder aufzuladen ohne Schäden. Und dann fahren wir wieder 4 Stunden heim. Schnick, schnack, schnuck, wer ist Eiszeit? Schädelsteinpapier, komm. Okay, ich zahle das Eis. Also danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich denke im nächsten Video, keine Ahnung, gibt es vielleicht wieder A6 zu sehen. Und yo. Lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da, lasst ein Like da. Bis dann. Ciao.